So, Ironhawk? Da kommt einer. Okay, gut. So, dein Squad ist Alpha, meins ist Bravo. Weg. Es ist ein einfaches CQB, dürfte jetzt kein Problem sein. Wer tot ist, spawnt einfach in der Nähe der Gruppe nach, man hat ja dann die Markierungen. Jetzt von den einzelnen Soldaten, das dürfte dann kein Problem sein. Der Tod ist tot, ich kann ins Bett gehen. Ihr habt die weißen Punkte, ich markiere mal kurz. Wir gehen erstmal entlang der Hauptstraße vor. So, und mein Team hat die schwarzen. Alles, was da außerhalb ist, lassen wir erstmal weg. Ich denke, wir werden sowieso nicht weiterkommen. Wir haben nur noch 10 Minuten. Alles klar. Und die werden sogar ein bisschen länger. Aber wir gehen erstmal bis dahin vor. Dann nehmen wir uns da oben noch schnell die anderen Gebäude vor. Und wir gehen dann immer abwechselnd vor. Heißt, ihr sichert den weißen Punkt. Wir rücken danach sichern den schwarzen, während ihr uns sichert und so weiter. Spielchen ist ja bekannt. Okay. Ich war da eben gerade. Ich war da eben gerade oben, da hat überhaupt niemand auf mich geschossen. Ich bin ja die ganze Straße runtergelaufen. Mhm. Okay, gut. Dann kannst du deinen Trupp sammeln, einmal nur, wenn ihr fertig seid. Könnt ihr dann Richtung Nordwest schon langsam abmarschieren. Wir gehen Richtung Westen bis zu den Hügel hoch und geben euch Deckung, wenn möglich. Bei wem bin ich jetzt hier? Bei Crawfish. Bei Crawfish bist du. Genau. Also Craw, Oldman, Pi und wen hat er noch? Asus. Den Asus. Unwichtigsten. Ich weiß schon. Oh, Oldman, Pi und Asus. Okay. Gut. Mein Squad, wir sammeln uns westlich außerhalb des Compounds. Wir sammeln uns im südlichen Ausgangsbereich an der Mauer. Haben wir eine Marschreihenfolge? Ich hab mal die Waffe nach oben, kommt alles gemächlich. Wo ist denn der Olde? So, der Oscar und Titet noch nach West. Der Älteste geht vor, das wäre dann also Crawfish, dann kommt Olde. Hey. Erstes Verstieg. Oscar, du hast gehört zu uns. Also, okay, kurz hören. Also, Chor 1, Old 2, Pi 3, A 4 und... Ja. Ah, da. Okay. Wir gehen schon mal ein Stück vor Richtung West, 260 Grad auf den Hügel rauf. Marvin ist die 1, Wobi die 2, Oscar die 3, Titet die 4 und ich mach freie Position, wird hier wahrscheinlich hinten halten. Auf geht's. Es geht langsam. Gut, wir rücken bis der Zielpunkt ist der Compound mit dem weißen Punkt. Und rein hinterher. Da geht's los und dort sichern wir erstmal. Aha, wir müssen ja Richtung Nordwest, vielleicht eine Richtung. Okay, einfach im Halbkreis losmarschieren. Aufstehen. Crawfish, sieht blöd aus, wie du sagst. Okay. Ach, hast du noch mal die Behinderte? Ja. Verhinderte. Die Army nimmt neuerdings alles auf. Always. Alter, sag bis die Kanonen runter, okay, da muss man über die Beschwerden nehmen müssen. Ruhe da vorne. Wir beschleunigen unser Marschtempo auf Marsch. Da vorne mal wieder rechts. Oh. Aber die gucken jetzt ja beide nach rechts. Zur Hügelkante, dann kurz aufklären. Feuerlinie links von Grand. Wir gehen hier in Eigensicherung. Marvin und Wobi, ihr beobachtet das Vorgehen des anderen Teams. Der Rest sichert den Rücken ab. Oscar, du nach Südwesten.
Peter nach Süden, ich nehme den Osten. Verstanden. Aber große Baumgruppe im User in your channel timed out. Sollen wir jetzt abchecken oder was? Wollen in der anderen vorgehenden Gruppe jetzt Deckung rücken können, ohne dass den Feind entgegenkommt. Aber wenn ich die Stadt nicht sehen kann, komplett nützt das nicht. Siehst du das andere Team? Kann ich sehen. Und hier den ersten auf der linken Seite, den sehe ich. Und hinter dem Baum davon ist ein Feind auf dem Dach. Gradzahl? Gradzahl 330. Hinter den Bäumen auf dem Dach. Das Glas hätte check. Man natürlich mitnehmen sollen. Daneben steht auch Zivilist. Er scheint aber auch eine Waffe in der Hand zu haben und einer dahinter noch im Balkon. Drei Ziele. Die können wir später ausschalten. Ich glaube, da kommen wir auch vorher ein bisschen näher ran. Gehen wir eben mit. Roten Grund sieht man zwar schlecht, aber. Also nur zur Info, wir haben auf eurer rechten Straßenseite drei Feinde auf den Dächern auf Koordinaten 091 067, also ungefähr in der Nähe der T-Kreuzung. Wenn ihr geduckt bleibt auf der rechten Straßenseite, dürften die euch eigentlich nicht sehen können kommen. Dann habe ich auch markiert. Ist erkannt und verstanden, danke. Was hast du gemacht, Fubi? Beine auf dem Dach, da auf dem Messen, Kapon auf der linken Straßenseite habe ich markiert. Wahrscheinlich aber im falschen Kanal, weil ich sehe keinen Marker. Kann durchaus sein. Kann nicht geändert. Ich wiederhole die Markierung. Houston. Tschüss. Die Männer auf den Dächern da oben bewegen sich. Da ein Bobby, könnte die ausschalten von hier. Keine Sicht auf Feind. Seite Feindkontakt, Ziel bekämpft, ihr könnt weiter vorrücken. So, also verstanden, wir gehen zu den ersten zwei Punkten im südlichen Teil der Ortschaft. Tun der Marvin. Wie bitte? Was tun her? Von sich auf meinem Team, ich war hier ein Stück weit unten, damit ich Sicht auf die linke Straßenseite habe. So, dann wo auch ein Feind war, den ich auch ausgeschalten habe, als er geschossen hat gerade. Wir gehen vor Richtung Nordwest 330 Grad. Ne, warte halt, 320. Da sind die beiden Häuser, die nehmen wir uns jetzt als erstes vor. Gleiche Marschreihenfolge, wieder auf geht's. Wenn's geht. Drei geht. Drei geht.
4 geht. Sorry. Bösen Finger, was? Jo. Oskar, du gehst falsch, du musst... Ja, ich muss halt die ganze Zeit nach links gucken. Sorry. Du kannst mit Alt den Kopf drehen, ohne dass du in die Richtung gehst. User joined your channel. So, das erste Haus übernimmt dann Wobi und T-Chat und das zweite Haus Oscar und... Erste Haus Marvin und Wobi und das zweite Haus Oscar und T-Chat. Check. Verstanden. Eingang mit Treppe. Erdgeschoss sauber, Treppe nach oben, in der Mitte des Hauses. Okay, sicher, du gehst rein. Baumtür nur draußen auf Balkon, Raum sauber. Balkon. Balkon sauber, Haus frei. Komm mal raus. Ja, Kopf hier raus. So, Marvin, Bobi, ihr könnt direkt weitergehen, nördlich in den Compound rein. Nördlich in den Compound? Ja. Haus ist frei, komm mal raus. Ja, das schafft ihr zu zweit. Okay. Wir kommen dann natürlich nach, da war der sicher. Okay, gut. Jetzt wird Oskar dann noch kurz das Haus da im Norden übernehmen. Das eine und dann hier zum rechts im Compound zu Wuri kommen. Okay. Das hier, oder? Das hier muss da. Oskar, nein. Hier, wo der Zivilist vorne dran steht. Achso. Gehst du rein? Ja, ein Zivilist. Ein Raum. Haus frei. Geh mal rüber, ja. Check. TDT und Oskar wieder da. Die ist auch sauber. Check, war klar. Okay, aber noch mein Team bewegt sich jetzt langsam wieder weiter in Richtung Kreuzung. Alles clear. Ja, wir haben diesen Compound noch nicht gesichert. Jo. Alle da? Jo. Auf mein Zeichen gleich 1, 2 und 3 nordwestlich an die Mauer springen. So, dann 5 bleiben noch hier kurz und sichern.
Habt ihr das Westhaus schon? Hinten, ja, haben wir. Hinten im Haus, warte mal, Westen, genau, da liegt ein Mann auf dem Boden. Der liegt. Oh, das ist ein Zivilist, der blickt gerade hin, also. Das ist ein Zivilist, ja, aber gut, da könnt ihr trotzdem Auge drauf werfen, wenn ihr gleich an der Mauer seid. Also jetzt erstmal Sprung, auf geht's. Sprung, 1, 2, 3, auf geht's. Ja, hopp, 3 läuft. Okay, sehr schön. Gut, nochmal gegenüberliegende Häuser rechts aufklären. Bis jetzt frei. Kontakt. Okay, gut, dann. Bereit? Geht? Jupp. Okay, wir springen nach, auf geht's. Gut. Mango, Feinkontakt, Feuer, Freigabe. Ja, oh, check, Feuer, Feuer. Okay, nimm den Granatwerfer auf 50 Meter oben an den Bunkerlode ran. Team, Stab, Ironhoe, Stab, wir fallen Gewehrgranate dahin. Okay, Team Maps an Position. Ungefähr 50 Meter, vielleicht ein bisschen höher halten, dann oben dann das Dach ran, auf den Balkon. Die bewegen sich aber noch. Ja, das war knapp. Ach ja. Ich muss da jetzt nach dem... Feind auf dem Dach bekämpft. Negativ, wir haben noch hier einen aktiven. Wie wechselt man das? Sehen! Hey, nicht alle hier Feuer, ich hab zu Bobby gesagt, dann müsst ihr das Feuer öffnen. Hat jemand eine Handgranate dabei? Warte kurz, den kriegen wir schon noch, warte. Okay. Down? Nee, der lebt noch. Nein, der lebt noch, das sieht man doch. Könnt ihr noch erwischen, Ayuno? Der scheint irgendwie gegen unsere Granate zu werden. Darf ich reingehen und ihn platt machen? Nein, darfst du nicht. Jetzt ist er down. Check, danke, ist down, Alan. Okay, wir müssen Blut spritzen sehen. Rechts im Deck in Eingang sein. Okay, dann, Marvin tätet. Dieses Gebäude, achso, vorrücken, aus. Klärt die beiden Gebäude und, Oscar, wo bin ich für sich hinter draußen? Check. Okay. Wir gehen hier ein bisschen rum. Oscar, komm mit. Ecke sauber. Bin hinter dir. Rechts Eingang. Vorne in die Ecke. Weg. Was wohl wie du? Vorne auf Ecke. Okay, rechts ist sauber, kannst rein. Du sollst damit okay. Nee, der kann auch hier im Eier kommen. 260, 255. Zwei Räume auf frei. Auf dem Boden. Dritter Raum auch frei. Ein Verletzter hier. Feindleiche, noch eine Feindleiche. Alles frei? Okay. Jo. Okay, gut, dann wieder am besten ausgehendes Compound sammeln. Wir gehen in den nächsten rein. Ja, dieser komischen Mauer. Feind hier im Confront. Komm aus der Moschee kam's. Ja. Ausgeschaltet. Okay. Oh, schon down, okay. So, alle hier rankommen, auf geht's. Holen wir Kreuz sicher, Tete, ist gut. So, mach jetzt in einer Stelle Bewegung. Tete geht als erster rein, rechts rum, ich gehe als zweiter rein, links rum, danach hinter mir ist Marvin, du gehst nach links hinten, Wobi nach rechts hinten und Oscar, du gehst in der Mitte durch, falls noch irgendwas ist. Da ist so ein rechts, so ein kleiner Eingang mit so einer Art Moschee, Kuppel, was auch immer, da gehst du rein. Auf geht's. Ja, das mit der Kuppel. Achtung, links ist frei. Schon Zivilisten gesehen, ja? Ach, da haben wir rechts frei. Okay. Nehmen wir links den Eingang. Frei. Der Ausgang. Der Asus und ich rücken vor bis zu dem Gebäude. Wir nehmen den nochmal Ausgang. Rechts am nächsten zwei. Links. Check. 1, 2 springt. Zweiter Raum frei. Hier springt. Moscheeartige Gebäude ist frei. Raum sauber. Was soll das mit dem Zivilisten? Mango, wir sind hinter dem Gebäude mit dem blauen Balkon. Bei der Treppe. Ja.
Okay, sind wir uns hier wieder am Ausgang? So, 1 und 2 an den Ausgang, Kreuzsicherung, der Rest kurz nach hinten sichern und dann machen wir den Übungsabbruch. Oh, wir sind auf unserer Seite weit durch. Wenn ihr noch eingebaut sichern wollt, könnt ihr das machen. Danach machen wir den Übungsabbruch. Zeit ist erreicht. Schönen Gruß von Iron, wir können die Übung abbrechen.